Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dr. Arloch klärt auf mit Dr. K. Block. Guten Tag. Der liebreizenden Schwester Sponi. Hallo. Und dem Dauerpraktikanten Michael. Moin, moin. Ich dachte gerade, er ist nicht da, Alter. Das wäre gut gewesen. Ich hatte gerade echt ein bisschen Angst. Michael, du hast ja jetzt letztens die erste Folge miterlebt, also für dich die erste Folge miterlebt. Wie war es denn für dich? Oh Gott. Ganz schlimm. So gut. Hat Hardy dasselbe gesagt. Komisch. Ich will ja, sterben. Sehr seltsam, ja. Das muss an Spoonie liegen. Ey, ich denke. Ja. Wollen wir anfangen? Na ja, klar. Na bitte. Muss ja. Komm, wir fangen sanft an. Männlich 14. Ist Sex mit Tieren strafbar? Nein. Da Tiere als Gegenstände vom Gesetz angesehen werden, nein, du kannst bumsen, was du willst und was Fell hat. Ja, beste. Lass dich aber nicht erwischen und denk dran, Hunde können AIDS haben. Jep. Hunde können... War das schlecht? Oh Mann. Ja, hat er recht. So. Unbedingt aufpassen wegen Ansteckungsgefahr. Genau. So, jetzt müsste da warm sein, oder? Wir sind warm. Schwuchteln! Was? Warme Brüder. Ich bin warm, ist das normal? Bin ich jetzt schon. Okay, gut. Jetzt kommt mal was Längeres. Oh, was Längeres? Oh Gott. Ja, die packen jetzt aus. Mein Monster-Cock. So, weiblich 15. Hi. Nee, warte. Hi. Mehr Ausrufezeichen hinter. Hi. Ich bin W und hatte vor kurzem eine Wette verloren und musste die Sexsklavin von einer Freundin spielen. Sie machte mich erst erregt durch Lutren am Kitzler und dann bis in mein Kitzler Ut. Tat mir schrecklich weh. Dann schob sie mir eine Gurke in meine Analöffnung, obwohl ich es nicht wollte. Dann sagte sie, wenn ich etwas sage oder schreie, wenn sie mir meinen Kitzler langzieht und damit einer Nadel in den Hals sticht, müsse ich für immer und überall ihre Sklavin sein. Es tat aber so weh, dass ich nicht anders konnte und jetzt macht sie mich immer heiß und tut mir dann weh. Selbst in der Schule. Einmal hatte ich einen Rock an, da wollte sie mir mit der Schere in den Kitzler schneiden, weil ich im Unterricht dann gerufen habe, ich lass meine Scheide in Ruhe, bekam ich eine 6. Was soll ich tun? Ich krieg immer schlechtere Noten und komme nicht weg, weil ich es auch so heiß finde. Es erregt mich zu wissen, dass sie über mich herrscht und ich wegen ihr schlechte Noten bekomme. Hilfe. Ruf einen Psychiater für die Alte. Gott, was ist da los? Gott, oh Gott, was ist da los? Was ist so schlecht? Ist das schlecht, ey. Wie er sich freut. Ja, nee, also. Oh mein Gott. Ich bin beim besten Willen nicht ganz sicher. Du machst mal Gurkensalat. Ja, Spoonie, was soll sie denn machen jetzt so? Ja, wie gesagt, da ruft wirklich für die Freundin einfach ein Psychiater. Wie kommt man denn auf solche Ideen? Wie kann man denn mit einer Schere einen Kitzler schneiden wollen? Oh mein Gott. Tja, es gibt einfach so Leute. Ja, aber wer lässt denn sowas mit sich machen? Ja, komm, die sollen beide zum Psychiater. Ja, unbedingt. Das geht nicht anders. Ja, ja, und ja, da kann sie dann weitermachen im Wartezimmer, damit ich irgendwie schreibe oder so. Aber wer sie schreit? Ja, immer leise. Dann bist du für immer mein Sklave. Oh Mann. Wie alt war die nochmal? Oh. Weiblich 15. Oh, okay, ist klar. Ja, früher hat man dafür 40-jährige Milfs genommen, heute machen es die Kinder Milf schon freiwillig. Oh Mann, nee. Nee. Ah. Ja, da ist eine Frechheit. Ich noch was zu trinken für. Trinken? Ja, was sagt man der Dame denn da? Was sagt man dem Mädchen? Lass es sein und lern erstmal Deutsch, oder? Ja, wäre gut, wäre anfangen. Weil Lutrin am Kitzler, was ist ein Lutrin?
Lutrin. Also, kein Wunder, dass ich schlechte Noten kriege eigentlich, oder? Lass meine Scheide in Ruhe. Die erste Reaktion der Lehrerin. Ey, endlich mal richtige Grammatik. Oh Mann, ey, nee. Bist du böse? Ja, deswegen machen wir jetzt auch weiter. Ja, unbedingt. Gott sei Dank. Weiblich 14. Schon wieder? Nee, ja. Eben auf 15. Wen ich anfange, mich auszuziehen, merkt er dann, dass ich Sex mit ihm will. Nein. Ja? Er denkt, du willst ins Bett gehen. Richtig. Mädchen, du hast einen Mund, ne? Da musst du nicht nur sein Ding in den Mund nehmen, du kannst auch mal sagen, Schatz, ich bin geil. Was ist los mit den Leuten? Bums mich. Nimm mich hart. Hart und dreckig. Bürge mir die Eingeweide raus. Das ist, geht ja schon zu weit jetzt. Und lass, mal ja, gut. Okay. Lass mich von deinem Bruder festhalten. Ja, genau. Ja, das unbedingt. Während ich Durchfall habe und die Pille nicht mehr wirkt, wenn ich dann schwanger werde. Unsere Tochter später, wenn sie 15 ist, in der Schule mit einer Schere anderen Mädchen in die Kitzler schneiden möchte. Mädchen halt einfach die Fresse, sag ihm nicht, dass du Sex willst, könnte ich Stevin. Ja, ja, ist sowieso. Pflanz dich nicht fort, bitte. Bitte nicht, lass es sein. Ja, bitte. Ja. Ja. Es ist dumm. Nee. Doch. Nee. Doch. So, komm, wir machen jetzt mal wieder einen Kerl, ne? Ja, bitte. Männlich 16. Ich bekomme keine Freundin. Liegt das daran, dass ich schwul bin? Was? Nee, hat er nicht gefragt. Doch. Nee, hat er nicht gefragt. Hat das er geht nicht gar gefragt. Nicht. Hat so dumm nicht kann gefragt. Kein Mensch sein. So dumm kann man nicht sein. Was zur Hölle? Ey, jetzt ohne Scheiß. Das geht doch nicht. Wie was entgeistert. Also, hallo? Nee, hat er nicht gefragt. Hat er. Ich bekomme keine Freundin. Liegt das daran, dass ich schwul bin? Also, oh Gott. Natürlich nicht. Oh Mann, ey. Natürlich nein, natürlich nicht. Darin. Du bist einfach nur pottenhässlich wahrscheinlich. Richtig, ja. Richtig. Wahrscheinlich stinkt dein Schwanz nach Durchfall. Aber nach cremigen. Oh, nee. Versuch's mal mit einem Hund, ist ja nicht strafbar. Aber weiblichen Hund. Oh, er ist aber schwul, vielleicht sagt er doch lieber mal, ne? Nein. Nee. Das kann doch nicht ernst gemeint sein, so was. Nee, kann nicht, geht nicht. Das geht wirklich nicht. So, was ist los? Da habe ich was für den, der vor uns kam gerade, vor ihm gerade kam, also du weißt schon. Nee, vor ihm kam, wirklich. Schlecht. So, pass auf. Ist so schlecht. Das ist bestimmt derselbe, pass auf, ne? Ich bin zwar nicht schwul, aber hab trotzdem immer wieder Verkehr mit Jungs. Mein Kollege möchte seit einiger Zeit nicht mehr oral befriedigen lassen. Mich kann er allerdings noch oral befriedigen. Was ist mit ihm los? Sonst machen wir es immer alles. Was? Was? Ich verstehe die Frage nicht. Ich bin zwar nicht schwul, aber habe trotzdem immer wieder Verkehr mit Jungs. Okay, das ist soweit ist normal, ja? Mein Kollege möchte mich seit einiger Zeit nicht mehr oral befriedigen lassen. Okay. Auch gut. Also er darf das Ding nicht mehr in den Mund nehmen. Ja. Okay. Mich kann er allerdings noch oral befriedigen. Was ist mit ihm los? Sonst macht er mit ihm los? Ja, da fehlt ein Haar. Sollte halt aufhören reinzubeißen, ne? Okay. Das geht Hotdog, Alter. Was? Selbst Senf aufstreichen ist, gar nicht ist uncool. Ehrlich. Ja. Stell dir mal vor, der hat Bock auf Chili Hotdogs. Halt mal rein in die Chili-Soße. Oh Mann, ey. Was ist los bei euch? Oh, was ist los mit den Menschen? Ja, was ich ist... Ich kann es nicht mehr nachvollziehen. Ich kann halt nicht verstehen, wo die... Ich verstehe es nicht. Wie dumm kann man sein? Ja. Ich bekomme keine Freunde, die das sagen, dass ich schwul bin. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ja. Aber auch noch eine weltbewegende Frage von weiblich 12. Hilfe. Weiblich 12.
Ich hatte noch nie Sex, obwohl ich schon 12 Jahre alt bin. Komm ist vorbei. So geil. Oh. Oh Gott. Schlecht. Aber bring eine Erlaubnis von deinen Eltern mit. Und deine Mutter. Nee, okay. Ich hatte noch nie Sex, obwohl ich schon 12 bin. Weißt du, was ich mit 12 Jahren gemacht habe? Ja, nee. Was denn? Im Wald habe mit meinem besten Freund gewichst. Also völlig normale Kindheit. Alles ja, klar. Total. Komplett normal. Haben wir auch mit aus 4 Metern Entfernung die Eichhörnchen aus den Bäumen geschossen. Oh. Junge. Ja, aber ich muss ja schon sagen, das Mädchen tut mir wirklich leid. Ja, dass sie so spät dran ist. Krass. Ja, ist schon krass, ne? Aber, du wirst schon voll der Außenseiter sein. Lass dir gesagt werden. Ja, natürlich. Von hinten bumsen ist auch Sex. Okay. Nicht, dass dir die Menschen was anderes sagen, weil sie dich die ganze Zeit von hinten nehmen, weil du so hässlich bist in der Fresse. Alter. Ja, aber sie ist doch schon 12. Ja, na und? Ich glaube, ihr versteht die Problematik nicht. Doch, die ist dumm, wie Strom. Nein. Doch, wirklich. Ja, wahrscheinlich schon. Obwohl, das nee, kann sie ja nicht sein, man sagt ja dumm fickt, dude. Ja, stimmt. Ja. So. Er lebt noch. Pass auf, weiter. Pass auf, ey. Weiblich 14. Gritzig, ich habe einen Freund gehabt. Oha. Dann bekam er einen Pfeil ins Knie. Nein, Scherz. The fuck? Nochmal. Ich habe einen Freund gehabt. Doch er war okay. Viel älter als ich. 17. Oha. Er wollte immer mit mir schlafen. Doch ich war noch nicht bereit dazu. Gestern ging ich dann zu ihm nach Hause. Er hatte Stürmi. Sturmfrei? Ja. Okay, gut. Ich dachte, wir machen uns einen friedlichen Abend zu zweit, doch sein Kollege war auch da. Ich weiß, worauf das hinausläuft. Wir hatten schon 3 Folgen, wir wissen, worauf das hinausläuft. Pass auf, wo war ich jetzt? Plötzlich wollte mein Freund Umme machen. Umme? Wir machten Umme. Doch da merkte ich, dass der Kollege auch noch im Zimmer war. Ich war nur noch im String. Der Kollege kam näher und half meinem Freund, mir das Höschen auszuziehen. Ich wollte das aber nicht und ginkte den Kolleg. Er fiel auf den Boden. Hat die mit dem gemacht? Hat die ihn abgestochen oder so? Vielleicht wiegt sie einfach auch 2, 3, 4, 5 Zentner. Sie hat ihn weggetreten. Doch er kam wieder und wurde aggressiver und grober. Er zog mir das Höschen aus, während sich mein Freund auch auszog. Dann drückt mich der Kollege auf meinen Freund und zwang mich, auf ihm zu reiten. Es tat so weh, es war mein erstes Mal. Ich schrie vor Schmerz. Der Kollege dachte, ich stöhne und drückte mich noch fester auf meinen Freund. Mein Freund stöhnte fest, dem gefiel es. Als mein Freund gekommen war, wollte auch der Kollege mit mir ficken. Ich floh aus dem Zimmer nach Hause. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Soll ich mit meinem Freund Schluss machen? Danke. Nein. Komm, lass mich. Nein, bloß. Behalt den. Der ist super. Ja, und sein Freund auch. Ja, macht eine Dreiecksbeziehung draus. Alter. Würde ich auch vorschlagen. Sehr sanfte Vorgehensweise. Ja. Ja, bloß, so, das Sanfteste, nicht, was du erwarten kannst. Guck mal, du kannst doch nicht, wenn du ein Steckregal zusammenbaust, du kannst doch nicht weiter rufdrücken, als das Loch geht. Das nee. Böse. Aus. Und lern Deutsch, Alter. Ohne Scheiß. Ich hab's verstanden. Dann lern Deutsch. Ist ja auch aus Bayern, ist ja kein Wunder. Ja, ach so. Also die Satzstellung war manchmal echt ein bisschen komisch. Die Stellung war komisch, ja. Die auch, ja. Ja, das stimmt. So war gedrückt. War der Jahrmarkt. So gequetscht. Oh, so schlecht, ey. Oh Mann, ey. Ah, schön. Also ehrlich, ne, ich würde sagen, nach der Vergewaltigungsnummer hier wieder. Wir machen Feierabend, wir haben ja die 15 Minuten erreicht. Ach was, du Pussy. Wer noch mal grüchen möchte. Grüchen? Mit grüchen? Mit ich grüche meine Grüchmutter. Der darf das jetzt. Und zwar erst jetzt. Ich grüche meine Grüchmutter.
das ist schön. Warum hat denn das jetzt so gescheit? Na, weil Oma, ich grüße alle, die ich kenne. Oh. Und alle, die mich kennen. Bin ich jetzt im Fernsehen? Oh. Ist ja schwul, ey. Wahrscheinlich wird RTL 2 bald über uns berichten. Wahrscheinlich. Ich hoffe nicht. Dumme YouTuber machen sich über Vergewaltigung und Inzest lustig. Ja, bitte ein richtiger Fernsehsender. Telefon. Das erste. Das zweite. Tele 5. Das vierte. TNT. Sky. HSE. So, nee, komm, ne? Mach aus hier für heute. Komm, vor allem, ja. Ich danke. Wieder mal danke fürs Zuhören. Wir sehen uns im nächsten Video von Dr. A-Loch und Dr. K-Block. Ich hoffe. Mit Gästen. Von daher. Mit Gästen, ja. Haut rein. Haut rein. Tschüss.